Ja, moin und willkommen zu einem weiteren Part von Clash of Clans. Wir haben beim letzten Mal unser Dorf soweit umgestellt und neu formiert. Und neu forciert. Ja. Ich denke mal, mit diesem Dorf hier dürften wir bestimmt eine bessere Chance haben in Sachen Angriffe und Verteidigung. Beziehungsweise Verteidigung, weil... Na gut, beziehungsweise auch Angriffe. Und zwar gegnerische Angriffe. Wer weiß, wir werden es sehen. Aber erstmal... Ja, bevor wir irgendwas anderes machen. Was war hier? Ach ja, stimmt, genau. Das war der Clankrieg, an dem ich gar nicht teilgenommen habe, aber hätte ja sowieso nichts ausgemacht. Und wir sehen, dass etwas ganz, ganz Besonderes fertig zu sein scheint. Und fertiggestellt zu sein scheint. Wir gucken mal sofort drauf. Eines Momentos, Bruders. Und zwar die dunkle Kaserne. Jetzt können wir uns auch endlich eine Hexe ausbilden. Und so teuer ist die gar nicht. Die ist... Ja gut, halb so teuer wie ein Golem. Schaden pro Sekunde ist 50. Trefferpunkte ist 270. Ja, ist schon wirklich nicht so geil, muss ich sagen. Ja. Ist also keine tankige Truppe, wenn man bedenkt, dass die Level 2 Valkyrien schon 800 Lebenspunkte hat. Und die hier ist mit Level 1 auf 270 und so viel geht da auch gar nicht mehr. Man kann maximal momentan jedenfalls 6 Skelette herbeirufen und diese Skelette haben diese Werte hier. 30 Trefferpunkte und 25 Schadenspunkte. Das ist, wenn man es mal so bedenkt, ja, so ungefähr so stark wie ein Bogi, ne? Halt nur auf Nahkampf und nicht auf... Auf Nahkampf und nicht auf Fernkampf. Aber der Bogi hält, glaube ich, sogar mehr aus. Genau, Bogi hält mehr aus, aber macht weniger Schaden als das Skelett. Ja, vielleicht machen wir irgendwann mal, wenn ein Hexen-Event kommt. Sie wissen es. Eine Hexenformation. Wir werden es sehen. Brutz. Jetzt aber erstmal das Wichtige im Leben. Ich habe keine Truppen ausgebildet. Ja, das ist ja ziemlich nice. Nice, schön. Da habe ich, ja, ich weiß auch, glaube ich auch warum, weil mich die Tatsache abgelenkt hat, dass meine Stimme nicht aufgenommen worden ist. Erinnert ihr euch noch, Part 545, glaube ich, war es, wo ich 9 Minuten lang nachkommentieren musste, weil, ja, keine, wie sage ich es jetzt am besten? Ja, weil meine Stimme nicht aufgenommen worden ist halt quasi, ne? Weil OBS meine Stimme nicht aufnehmen wollte, was eins lustiger Fail war. Bruders, ja, lustig. Hm, 2 Tage lang ohne einen Bauarbeiter kämpfen, das wäre bitter, das wäre sehr bitter. Ja, nee, ich würde sagen, was weiß ich, was machen wir jetzt? Wir haben 200 Millionen Gold. Was haben wir in der Clanbook? Ist da nicht auch noch was drin? Hui. Habe ich ja schon lange nicht mehr gelehrt. Das gute Zeug. Ja. Ich könnte die Boogie-Schwesters ganz easy machen. Ah, ich glaube, ich spare auf den Barbarenkönig. Vielleicht mache ich heute sogar einen Clash of Clans Stream. Mal gucken. Mal schauen, ich könnte die Riesen... Nein, könnte ich nicht. Da frage ich mich aber trotzdem so, was will ich jetzt verbessern? Ich meine, ich habe jetzt 4 Millionen Gold. Hm. Der Boogie-Turm ist machbar. Mhm. Ich würde sagen, Boogie-Turm Level 11. Auf geht es nun hier, Bruts. Jawohl. Und dann haben wir auch noch über 3 Millionen Gold, fast 4 Millionen Elixier. Könnte man auch überlegen jetzt mal hier in die Forschung zu schauen. Wir könnten den, ja gut, die Heilerin, aber was werde ich mit der denn? Die ist mir doch total irrelevant, die ist doch total unwichtig. Ach du heilige Scheiße. Hm.
Ne, brauchen wir nicht. Machen wir nicht. Ist mir egal. Wir gehen in das Dorf. Und machen ein paar Angriffe wieder hier nun. Ja, ohne Witz. Wir tun es. Ach, Philipp, Bruders. Da will ich jetzt mal sehen, war er Rusher? Ah, so ungefähr. Ja, irgendwie. Ne, also. Bekomm das Dorf auf die Reihe, Philipp, und dann kannst du doch mal anfragen. Ja. Wie sage ich das am besten jetzt, ohne dass die Menschheit anfängt zu weinen? Mach es so, dass du. Es klang gerade eben voll musikalisch. Mach es am besten so, dass du deinen Rush aufholst und dass du den halt erstmal beseitigst. Und dann kannst du gerne nochmal anfragen. No problem, Brutz. Ja gut, komm, wir greifen an. Heute mal ein purer "Ich greife nur hier im Bauarbeiterdorf an" Part. Ist das nicht geil? Ich sehe schon, alle rasten aus. Ja, ja. Sehr wohl. Das ist für mich aber auch so eine 30-Barbaren-Geschichte. Reinlaufen, alles kaputt machen, zerstören. Rathaus kaputt schmettern. Was machen die da, Jungs? Was macht ihr da? Warum wollten die das Teil nicht angreifen? Seid ihr vollkommen dumm? Vollidioten, ohne Witz. Oh, ich habe ja noch 4 Barbaren übrig. Hi. Das habe ich gar nicht gesehen. Meine lieben Brudingos. Ja, ich hätte mit den Barbaren nach hier rennen sollen. Ja. Ja, ich hätte, ne, also, ist mal wieder bitter. Aber da kannst du halt nichts gegen machen, ne? Da kannst du halt nichts machen gegen. Naja. Da können wir schon mal überlegen, was wir gleich machen wollen. Wir könnten auch 200.000 Gold mal zusammensparen und dann gucken, dass wir damit vielleicht diese Hütte uns gönnen. Das ist aber auch wieder so eine Geschichte, da kannst du auch nur dann mit Bogies angreifen, weil wenn wir jetzt hier reinrennen, da sind überall Riesenbomben, Sprungfallen und so weiter und da kannst du vergessen. Ich mache nur mit Bogies. Das macht anders keinen Sinn. So, 50%, aber mehr ist hier auch wieder nicht drin. Geht ja auch gar nicht, weil das ist unerreichbar für uns. Also, die Meisterhütte ist für uns unerreichbar. Mehr war da leider nicht drin. Wir haben alles Äußere weg bomben können, aber. Oh Gott, Brutz! Gut, das nennt man dann gerade eben. Das ist dann das Karma, das wir gerade eben quasi, naja, das eben nicht auf unserer Seite war, ist jetzt wieder auf unserer Seite gewesen. Finde ich gut. Ja, das ist auch wieder die Frage, wie greifen wir jetzt hier an? Ich würde dann schon gerne mit diesen 24 Boogies reinlaufen und alles plätten, aber
Dann ist hier oben noch etwas frei und ich mache erstmal so. Pure auf die Seite. Wir probieren es mal aus. Mein Gott, probieren wir es. Oh, wir haben einen toten Winkel erreicht, in dem wir nicht mehr angegriffen werden können. Ja, ja, geil. Ja, aber klar. Immer dieser letzte Hit, der nicht gegönnt wird, das ist immer das Beste an diesem Spiel. Das ist immer das Beste. Ah, das ist immer das Beste. Naja, das ist immer das Beste an diesem Spiel. Das ist wieder so eine 30-Barbaren-Geschichte. Weil ich erstmal gucken will, dass die Boogies den äußeren Rotz wegflanken. Natürlich hoffen, dass da jetzt keine... Ja. Ah, das ist immer das Beste. Ah, das ist immer das Beste. Natürlich. Ah, das ist das Beste. Ah, das ist immer das Beste. Ah, das ist immer das Beste. Ah, das ist immer das Beste, ne? Ah, das ist richtig krass. Ah, bestes Spiel. Ah, ist krass, ne? Ah, ist immer richtig gut an diesem Spiel, wenn sowas passiert. Ne? Ah, das ist immer das Beste. Ah, ist richtig schlecht. Das war das Beste. Das ist immer das Beste. Aber ich finde, es sind jetzt zu viele Riesenbomben. Das ist doch viel zu nervig. Hier ist der Fokus viel zu sehr auf Riesenbomben gelegt. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Diesen Dreckstoff sind die Fokusse immer, oder ist der Fokus immer so sehr auf Riesen, auf Bomben und so gelegt. Was einfach richtig schlecht ist. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Ah, das ist richtig schlecht. Gefällt mir nicht. Das ist halt schlecht, ne? Vor allem, wenn die halt drin sind, kannst du die halt so schlecht predikten, weißt du, dass du halt nichts machen kannst. Das ist halt schlecht. So. Ja, gerade hier drin. So, die haben erstmal eine zu fette Range. Kannst den Scheiß nicht predikten. Was halt auch zeigt, wie schlecht das ist, ne? Ja. Weißt du, das ist einfach so. Er steht 10 Meter weg und die Mine reagiert trotzdem. Ja, ist schlecht. Ja, ist schlecht. Ist richtig schlecht, Alter. Ah, ist einfach nur richtig schlecht. Ah, gefällt mir nicht. Ah, ist einfach nur ein richtiger Rotz, Richtig schlecht auf jeden Fall. Ah, ist so richtig schlecht einfach, Also pro Dorf einfach so 10.000 Bomben, weißt du, oder 10.000 Minen. Es ist so schlecht einfach, ey. Ist
ja klar, dass man hier keine 100% schafft, weil einfach überall und zu jeder Zeit diese Drecksminen sind. Das ist nicht normal. Das ist halt richtig schlecht. Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Das ist einfach richtig schlecht. Ah, es ist richtig schlecht auf jeden Fall. Ah, soll das Spaß machen? Soll das gut sein? Soll das gut finden? Ah, ich weiß ja nicht, ne? Die Minen kommen mir viel zu oft vor. Das ist schlecht. Das ist einfach richtig schlecht auf jeden Fall. Ja, das ist richtig schlecht. Ja, ist richtig schlecht auf jeden Fall. Ah, ist richtig schlecht. Ja, ist richtig schlecht, ne? Ah, das ist schlecht. Das gefällt mir nicht. Auch hier wieder richtig fair, ne? Wie man sehen kann, ne? Wenn man wieder gegen einen Fünfer spielen muss, gegen einen Meisterhütte Fünfer spielen muss, ist wieder richtig fair. Das ist auch wieder richtig schlecht hier. Ja. Man merkt, das Spiel macht Spaß gerade, ne? Man merkt, das Spiel macht, was dieses Dorf angeht, einfach richtig Spaß, ne? Ist richtig spaßig, ne? Merkt man gerade wieder hier, ne? Spaßiges Spiel. Haben die Entwickler sich ja auch nicht lumpen lassen, hier ein gutes Spiel daraus zu machen, ne? Ah, wieder dieser eine Hit, der nicht gegönnt wird, ne? Ah, ist aber das Beste an diesem Spiel. Ah, ist immer das Beste. Ah, ist immer das Beste an diesem Spiel. Ja, bauen wir die Rotzhütte. Nee, tut mir leid, aber das macht einfach keinen Spaß, weißt du? Klar, ich nutze diese Minen auch, aber ich kann die auch nicht weglöschen oder so, ne? Also, das ist halt einfach. Sobald diese Drecksteile innen stehen, du kannst die Kacke halt einfach nicht mehr predikten. Ja, du läufst rein. Siehst du, da ist eine Lücke, aber ein einzelner Barbar kommt da nicht rein. Du musst da schon so 4, 5, 6 Barbaren verschwenden, dass sie da halt draufgehen und da habe ich keinen Bock drauf. So, und ich kann ja auch nicht jedes Mal riskieren, dass da vielleicht eine Riesenmine sein könnte. Das siehst du nämlich ja auch nicht. Ah, ist richtig schlecht auf jeden Fall. Naja. Naja.